Ich möchte von dir um ein ganz interessantes Thema anreden. Mir ist es sehr interessant. Ich will in Wahrheit von dem ganzen Thema, das wir in heute merken, ich will über emotionale Reife reden. Fangen wir an, durch die Breite zu merken. Und dann werde ich an, andere ich über emotionale Reife reden kann. Darum will ich so nachher drauf holen. Dann soll ich aber ähnlich hier schon mit dem Fundament leihen, was der Friede ist. Wie der Friede ist, diese Hauptemotion, was uns diese Kraft geben wird, diese Macht geben wird, um in allen Emotionen wirklich keine standhaft zu sein und die zu regulieren können. Und dann, als ich dann sie darüber leihe, dann sehe ich, okay, ich will über Friede reden von dir. Und als ich anfange, dort Thema zu studieren, dann werde ich überhandeln, wie noch ein anderes Thema, was ähnlich das Fundament für das Thema von Friede ist. Und das wird nicht so gut zu verstehen gehen, weil ich das nicht erst anrede, denn so wie sind von der dann ein Batu gekommen, wie ich erst mal war, über das Thema rede, weil ich nicht mal weiß, wie ich das in Deutsch genannt habe. Das Glaube von unserer einen Mentalität. Was hat das mit Fred zu tun? Ja? Das ist im Moment weniger wichtig. Ich würde das Thema von der Deich reden, das wird uns ein Fundament geben für das Thema von Fred für nächste Wegen und das Thema von emotionaler Heilung, emotionaler Reife für das folgende Wegen. So, die, die von der Uhr nicht hier sind, die sollen sich diese Botschaft dann nachher nach dem Internet nachhören. Ja? Das hier hört, ja? Wer ist nicht hier von der Uhr? Okay. Sind alle hier? Gut. Wow. Dann brauche ich nicht. Aber dann mach ich Geld nachhören. Es wird vielleicht ein bisschen kompliziert sein, zu verstehen. Ich will probieren, so viele Informationen in einen Kartentitel anzudrehen. Ich soll nur all meine Titel fangen und Karten werden. Also das ist nicht gut. Römer Kapitel 12, Vers 2. Habe ich alles in Blut gekriegt, das ich kriege? Habe ich wer nicht sein Blut gekriegt? Einmal Hand abheben. Auf X werden nicht sein Blut gekriegt, ist das? Algen noch recibió esa, hoja? Alle gekriegt. Okay. Gut. Dann kann ich das Blut noch für dich nehmen. Und er hat dir das Blut nicht gegeben, damit ihr aufgelangt können werden während der Botschaft, oder damit ihr einen Zeitverdrief habe, sondern damit ihr Wort habe, zu mit einem Hüst nehmen nachher. Aber ihr könnt das in Twaschen brücken. Ich sage ein paar Sachen, ich werde das lesen von dir. Und der erste, das ist Römer Kapitel 12, Vers 2, ab Vers 7. Das heißt, ihr unterrichtet euch nicht nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuert und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Willen ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wie viel von Jünd habe das Verlangen von der Samarians, Gott seine Stamm Wort nehmen, das zweite Wort Gott von Jünd mocht habe? Okay, alle Eva, ihr Wort, das nicht mochte weiter, die können er einen Tiet verdrieben, indem sie das Blut, Eva, ihr Botschaft, ich hätte jetzt da, das wurde ja wie von der Rede worden. Wird Herr, wie du zu kommen, dass wir Gott seine Stamm erkennen, dass wir Gott seine Wähler von uns leben, erkennen. Ich möchte das Fundament du verleihen. Wir möchten doch alle weiter, was Gott von uns machen, was wohlgefällig ist für arm. Was arm gefallen wird, wer wir arm gefallen können, wer wir auf einer Weise leben können, dass wir wohlgefällig sind für arm. Stimmt das nicht? Ich glaube, wir möchten alle diese Beneficios, diese Vorteile in uns Leben erleben und haben. Wir möchten uns sicher sein in uns Hort. Weil noch einmal diesen Vers mit Römer 12, Vers 2 lese. Das heißt, ich muss ihn mal anladen, mit mir Typ diesen Vers zu lesen. Ich habe ihn dann einmal alle angekickt, ich habe den Schmack Typ lesen. Okay? Ich habe drei Teile, dann lese wie laut. Eins, 2, 3. Und richtet euch nicht nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Willen ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Was sagt Paulus hier?
dass wir uns nicht alle den Maßstaben von dieser Welt, dem Modell von dieser Welt anpassen. Er sagt, wir sollen einen neuen Ort von Denken zu uns nehmen. Was ist dieser neue Ort von Denken? Was ist das neue Modell von Denken, von dem Paulus hier redet? Das wird uns Fokus von der Samarien sein. Aber ja, wie du wieder gehst, weil noch Typ bete. Himmlischer Vater, Yahweh Gott, uns größter und wunderbarer Schöpfer. Wir neigen uns Haupt von der Vater, die Gott willst, wie die erkennen aus dem einzigen lebenden Gott. Du bist der Gott über das ganze Universum. Du hast alles geschaffen. Und du hast dein Volk geräumt, Israel, um dieses dich enthoffen bohren. Und Gott, wir sehen Israel in diesen Morgens. Gott, wir beten für deinen Segen über Israel. Wir beten für deinen Schutz über Israel in dieser Zeit, wo der schwere Krieg in schwere Tiden. Wir beten Gott für deinen Segen über Israel. Und Gott, dass die Welt ihre Uhr aufgemerkt wurde, ab dort, was wirklich passiert. Ab all diese Lehes, was abgebracht wurde, Gott, bitte, dass du Wahrheiten anredet hast. Und Vater, wir bitten auch, dass du von der Ort uns Wahrheit redet hast. Gott, wir merken unsere Worte auf für dein Wort. Wir bitten, dass du, durch mich, zu uns allem redet hast, Gott. Halt dir uns dein Wort zu verstehen, halt dir uns Gott zu sein, was du von der Ort für uns hast. In Jesus' Namen. Amen. Stellt euch immer für die Leute, wie gestern wie eine Chance, wie hier mal einer von hier, was hier bei ist, von der wir bei Sicardus und Janina ihre Chance gestern. Und ich habe Ihnen einmal ein kleines bisschen verstanden, als was so wie hier mal wurde in eine Chance sein. Wir haben hier mal gerade eine Chance, weil man so sei, und hier ist eine, das Brütlied sind hier. Die und hier verstellen, ob es war, die hier nicht sind, aber immer so dünnes waren, die sind hier so fair, ja. Und die sind reut, um sich befreien, und alle harte ganz genau zu, was nun passiert ist. Und der Solista, die kommt ab und singt ein Leut. Und während die das Leut singen, das, und hier wie das Gefuschel von den Novioren, von den Bräutigam, nur die Brüt. Jeder kann es hören, da das so viel Leute, die alle hier kennen, die sagt, zu seiner Brüder, Liebling, dein Bock, oh, der ist ein Klampe wert. Und die Brüder kriegt nachher Bräutigam und sagt, oh, Liebling, was sagst du doch für schöne Sache? So wird uns das gehen, ne? Was? Sagt euch doch, für komische und durchgedrehte Sache. Das Bibelfalsch, wenn wir den lesen, dann, ist das erste Bibelfalsch, in Hohelied, Kapitel 7, Vers 2, den zweiten Teil, und das sagt ganz genau so, sagt Salomon, zu seiner Brut. Sagt euch dein Leib, oder der englische Übersetzung sei dein Bock. Der ist aus einem Wettklomper, aus einem weißen Haufen, umzäunt mit Lilien. Ich glaube, wir würden alle einverstanden sein, dass wir X ein Bild verstehen können, lesen können. Wenn wir ein Bild aufmerken, dann mag wie der Spruch verstehen, was der angeschrieben ist. Stimmt nicht? Die Personen, die nicht Deutsch lesen können, die würden eine schwere Zeit haben, das Buch zu verstehen. Also wie man die Sprache von einem Buch verstehen, um das wieder Buch verstehen können. Aber das ist noch eine andere Sache, was wir verstehen müssen. Das sind ein paar andere Sachen, aber das ist eine andere Sache, wo ich von der Rede mache. Und das ist der Denkensort hinter von diesem Mensch, was ich geschrieben habe. Wenn wir den Denkensort oder diese Mentalität von den Menschen nicht verstehen, was das Buch geschrieben hat, dann wollen wir sehr viele Sachen, was in der Buch ist, nicht verstehen können. Wir können das lesen, das wird gerne verständlich sein, aber den Konzept, den können wir nicht verstehen. Wenn wir die Mentalität von der Person hängen, das schreiben, nicht verstehen. Wenn du die Nüfe gestellt hast, als ich diesen
Det hier ist es dort verstahle dort, wann die der hier danken jenk hart um meine Güte, der Früde, der Brüte mit einem großen Bock gehört haben. Was passiert ist, durch eine griechische Mentalität, was sich manifestiert hat. Ich werde das Bild erklären. In der christlichen Welt von der heutigen Tag, Wort sind dort zwei, es ist ähnlich nicht bis die christliche Welt, es ist ähnlich über die ganze Welt, sind zwei Hauptmentalitäten, zwei Hauptdenkensorte, was diese Welt halt prädominieren dürfen. Was prädominant sind in alle Kulturen, in Völker, in Familien. Diese zwei, das sind die griechische und die hebräische Mentalität. Die griechische Mentalität hat die meiste ganze Welt angenommen, mit ihrer Philosophie von ihrer großen Philosophen als Platon, oder Platon, ich weiß nicht mehr, wie in Plotisch wurde heute oder Hildisch, Platon, Sokrates, Aristoteles. Und traurig genug haben sie auch den größten Teil von Christentum erobert. Unser christlicher Glaube ist sehr weit gewartelt in den Denkensort von diesem Mann, den ich kurz erwähnt habe. Dann gibt es noch die hebräische Mentalität. Das ist eine Mentalität, die fomentiert worden ist durch die Akte, die Gott mit seinem Volk Israel vollbracht hat. Die Geschichte, wo Gott Israel durchführen deut. Die Lektionen, wo Gott Israel durchführen deut. Die Sachen, wo heute durchgehen leut, das formt in Ernst eine Mentalität, eine Denkensort, wird wie von der ersten Tag verstanden aus der hebräischen Denkensort. Nicht hier ein klein bisschen besser verstanden, warum ich diese Kamera angetragen habe von der. Das Hölzchen, was ich abhabe, das sind, ich glaube, ein Kappa namens oder ein Kippa. Das ist ein, ich denke, in 400 Jahren drei ist das mal ersatz worden mit einem anderen Hütchen, was sich absatte deute. Es ist ein Teilchen von Exat mir und der Autorität Gottes. Was ist eine Tradition von den Hebräern oder von den Juden? Es ist auch mit diesem Schall, das ist ein Gebetsschall. Und das erinnert ihn an verschiedenste Sachen, ich würde nicht abnehmen gehen, aber wenn sie im Gebet gehen für Gott, dann erinnert ihn dort an, dass sie für Israel anstunden, dass sie für die verschiedenste Völker beten, dann in verschiedenste anderen. Und so haben wir uns ein klein bisschen das Bild hier, ich stelle mich hier von der Umwelt aus ein Hebräer an, ob zwar ich sehr wenig Hebräisch kann, oder nicht, ich möchte dir lernen. Das ist eigentlich von meinen nächsten Zielen. Aber diese zwei Denkensorte, die sind prädominant in der ganzen Welt. Und die sind einer Ausspieler über die ganze Welt. Ganz besonders der griechische Denkensort. Viele von Ihnen fragen sich nun vielleicht, nein, aber warum ist dort wichtig zu weiter? In der Antwort will es, die Weich ist wie denke denn. Und das Konzept verstehen, was der Unterschied ist zwischen dem griechischen Denken und dem hebräischen Denken, das wird andere so als wie unsere Bibel lesen dürfen. Das wird unsere Weich als wie die Bibel sein dürfen, andere. Das wird uns eine andere Brille geben, um die Bibel zu lesen, und wir werden die besser verstehen können. Nicht nur das, was wir die Bibel besser verstehen können, das Büt oder das formt uns ganze Sicht, unsere ganze Weltsicht, will wie die Welt sein, will wie Mensch sein, will wie den Grund vom Leben sein, woran wir überhaupt hier sind. Die griechische Mentalität, das ist eine weltliche Mentalität, und hat eine weltliche Perspektive von der Welt und von dem Grund für das Leben, woran wir überhaupt existieren. Durch diese Mentalität hat Satan viele Menschen haben Urteile gemerkt zu dem Evangelium und haben auch die Kirche von der ersten Tag ein langer Eng blind gemerkt, um Gott seine Wahrheit zu verstehen und zu erkennen. Ich mache uns nun einmal auf diesen Unterscheid und stellt sich konzentrieren zwischen, was ist eine griechische Mentalität und was ist eine hebräische Mentalität.
Wenn ihr ihn blot, war einmal für Betelhöhle. Und hier kommt der erste Spruch von William Barrett. Also William Barrett ist ein ganz bekannter Philosophen, Lehrer von der Stets. Und er schreibt dort folgende über diesen Punkt. Er sagt, der Unterschied liegt zwischen Tun und Wissen. Der Hebräer ist besorgt um Praxis, der Grieche um Kenntnis. Eine richtige Haltung ist den Hebräer seine endgültige Sorge. Die vom Griechen ist ein richtiges Denken. Die Pflicht und Strenge des Gewissens kommt unter den wichtigsten Dingen im Leben für den Hebräer. Für den Grieche das Spontan- und Lichtspiel der Intelligenz. Der Hebräer erhebt also die moralische Werte als die Substanz und Bedeutung vom Leben. Der Grieche unterordnet sie den Werten der Intelligenz. Der Kontrast ist zwischen Praxis und Theorie, zwischen dem moralischen Mensch und dem theoretischen oder intelligenten Mensch. Ich werde mit einem Hüst nehmen, das noch einmal ein paar Mal durchlesen, weil ich denke, mir viele von Ihnen wurden vielleicht alle durcheinander sein, als ich was begriffen wurde haben. Aber ich wurde das noch begriffen. Deswegen sage ich, das ist ein bisschen eine Botschaft, wird ein bisschen schwierig wird sein für uns zu grippen, aber ich glaube, wenn wir grippen waren, wird uns das viel helfen in unserem Glauben. Die Griechen von Jahre 3, die sahen seine erste Emphasis, oder seinen ersten Fokus, sahen heute ab, oder was das Wichtigste wird, wenn man sagt, sahen heute ab, dort, wo einer vom Bitte sein kann. Die lädt größer weg, als ob zum Beispiel diese dreidimensionale, ausgeschnitzelte Dinge. Die wurden vielleicht auch mehrmals Bilder in seiner Hand, von wie die Griechen ihre Götter merken deuten. Die merken große Strukturen, große, ausgeschnitzelte Sachen, aus Holz und aus verschiedensten Material. In ihre Gebiete, da wird die große, schmackige Gebiete, und die läutet so. Sie mächtig, die Leute sind interessant. Aber von diesem Tag habe ich Bida, was diesen ganzen Griechentum durch Handstahle deine. Sie werden Pioniere in diesen Bereichen, in ihre Gebiete, ihre architektische Gebiete, die haben die verschiedenste komische Figuren, in ihre, zum Beispiel ihre, da sag ich dir nochmal, der Pfosten, der würde manchmal dick ja bu sein als Unge, oder der würde in der Mäden mal hastig dick sein, und dann bu war er schmal. Das dort hat interessante Formen, einfach hier keinen Grund. Bloß, wen der sagt, dort wo einer sein kann, dort ist, was wichtig wird von Griechen. Für den Hebräer, die sagen viel Grad einen Weg auf die Essenz von ein Wesen oder von der Sache. Dem wird der Pfosten nicht so wichtig, wird dem Utsach, was dem wichtig wird, ist, dass er seine Orbit erfallen deut. Was dem wichtig wird nicht, was schmackt dem Leute, was für eine Kleider hat, sondern das Wort ist, das ihr merkt. Während ich heim erstmal der Anhalt, während der Form von der Sache und zwei da steht wird. Wir können das Beispiel sein in der Arche von Noah. Die Beschreibung von der Arche, wer weiß, was für eine Klier der Arche hat? Keiner. Das heißt bloß, wie lang die wird, wie groß die wird, wie viel Schätze zu bauen wird, was für ein Halt gemerkt wird. Habt keine Erklärung, wie das halt ist, Leute. Habt keine Erklärung, eben, aus das nicht Spätze, zu Spätze hat, oder aus der rundliche, ich wird fähre, oder aus der Dark, Schrotz wird, oder aus der Gleck wird, oder sag ich bloß, das wird ein Halbkasten, ein Bild, und das hat ein Fenster, und die Luftdüse kann man sich gerne drehen. Aber wieder habe ich wenig Erklärung darüber. Die Essenz von dem Bild wird hier, was wichtig wird. Nicht wie das Aussage. Wenn ein Grieche das Bild gebildet hat, dann hat er Schmack erklärt, kriegt, was für ein Klier das Bild hat, und wie spät das Fähre wird, und was das für ein Dach hat, und. Versteh ihr, was ich meine?
Dem ist es wichtig, dass ich Leute vermute. Sagt das, dass für den Hebräer der Klire nicht wichtig wird, oder dort, wo einer Säune kann, nicht wichtig wird? Nee. Klar nicht. Der Klire wird wichtig. Ganz besonders, wenn es am X eine Bedienung ging. Wenn es eine Bedienung durchhängen hat, dann wird der Klire wichtig. Aber an und für sich wird er nicht so wichtig. Das von dieser Welt, oder der Streben von dieser Welt, oder dort wird diese sehr schön dünne, als wie seine die Sache durch die Uhr von den Griechen. Und so ist es wichtiger, wird es ütset, aus der Essenz von der Sache. Der Hebräer, der kriegt durch das Fenster von Essenz. Für was ist das du? Was für ein Zweck haftet? Jetzt auch ein Beispiel in der Personen, der Beschreibung von Personen zu sein. Wir haben in der Bibel wenig Beschreibungen von Personen. Sind dort mal abgefallen? Wir haben verschiedenste Beschreibungen, als zum Beispiel, das sagt von Esther, das sei Strom. Das ist alles, was sagt. Sag, bis die wird Strom. Von David sagt das, dass er ein Gelder angesagt hat. Und von Jesus sagt das bloß, dass er nicht so attraktiv wird. Aber wir haben keine Beschreibungen von, wie groß wird Jesus nun, oder wird er ein vermuskelter, oder hat er lange Haare, oder wird er ein blonder, oder wird er ein dunkelhaar, oder was hat er für Schuhe an, oder seine Beschreibungen fingen wir nicht von an. Stellt ihn bis einmal fair, wenn du nun, wo ich ein von dieser Person hier warst, dann, oder ein von des Evangelien geschrieben hat, wie würde ich doch uns ein kleines Bild von Nein geschrieben haben, ne? Wenn es für Gräute ist, oder? Er wird ein bisschen von Wirt im Utsach, ne? Das ist ja auch wichtig zu weiter. Das ist der griechische Denkensort in uns, wo uns du zu bringen dat. Und wie sollen wir das, wenn sich das rüttrauen dat, und all diese Bilder, wo wir prüfen zu molen über Jesus. Wir haben dann das Bild, wir merken uns das Bild von Wirt im Utsäune haben. Wir molen das ab, und meist einmal wird dann mit langen Haaren molt, und das wird ein bisschen blonder, und wir haben uns halt deutlich immer, wird das muss ausloten, aber denkst du nicht auch, dass wenn ein von diesen Menschen, die all diese Bilder gemolt hat, ein von den ersten Aposteln hier war, dann hat er das sicherlich in der Bibel nicht gestartet, ne? Wenn es mir abgemolt oder so, ja? Wenn es mir eine Idee hat, wird das dann ausloten. Das heißt, wie möchte seine, wie, für uns sind die Sachen, wo wir Säune, sei ja wichtig, für den Hebräer ist das absolut nicht wichtig. Wo du wichtig wird Jesus, wie der Messias, Jeshua, wie der Janja, wo du zu kommen wird, wie der Janja, wo das Alte Testament voll von ist. Das wird der Anhalt, wo du wichtig wird, nicht der Form. Und so habe ich keine Titel verlieren, über die Form zu reden. Sie nutzen die alle Zeit aus, an den Anhalt auszudrücken und darüber zu reden. Das erklärt auch, warum wir diese komische Wirt von Salomon, nur seine Brut, der Sulamita, früh, wie sagt man das in Deutsch? Sulamita? La Sulamita? Weiß nicht. Aber Hans, diese Brut, diese komische Wirt, wo heute diese Brut über Rieke dat nicht verstehen können. Wie motte, wenn wir seine Farges das lesen, seine Texte das lesen, dann motte wir den Denkensort durchhängen verstehen. Wo Salomon abdenken deut, oder im Gedenk hat, als er das sagen deut, wird nicht, wie das er aussagt. Er sagt, hat eine andere Stelle, glaube ich, ich rede heute ein bisschen Dollar über, der Strom sei auch erst. Aber Dollar redet heute darüber, was sei für eine innerliche Person ist. Und als er das sagt, dass dein Buch, als ein Hüppe von einem Wetz, wo heu überredet hat, als der Essenz von wat ein Hüppe von Wetz durchstahlet hat. Und was stahlt ein Hüppe von Wetz durch? Das stahlt Fruchtbarkeit durch. Und was heu sagt, das ist dein Leib. Dein Bock ist fruchtbar. Der wird viele Dinge bringen. Und war er für uns, wie denken sie, ich will nicht viele Kinder haben, aber zu ihrer Zeit wird ein größer Sehen. Eine Früh, wo du Kinder haben und viele Kinder haben, oh
Dort wird eigentlich ein von der Wichtigsten für den Früh. Und so als heute er sei, der dein Leben ist fruchtbar. Und er wird viele Dinge bringen. Für er, das wird ein größer Lob. Und das wird wird für er, was der Däub ging. Und sagt, wow, was diesen Mann will ich mich befreien. Verstehe ich? Wie in unser Denkensort, das wie denke, unsere Mentalität erlaubt uns vielleicht nicht zu verstehen, was die Bibel uns in Wahrheit gesagt hat. Das ist bis ein von diesen Beispielen, wo wir über die ganze Bibel haben. Ein klein bisschen diese Painter Töpte Trage, der Unterschied zwischen der griechischen Mentalität und der hebräischen Mentalität, die war ein Blatt für den Hohle. Die wollen mich von der ein klein bisschen extra Tick geben, nicht? Du sollst ja einmal den Unterschied zwischen der griechischen Mentalität und der hebräischen Mentalität. Ich wollte bis kurz einmal ein bisschen durchgehen und probieren, so Geld aus Mählich kurz zu erklären. Die griechische Mentalität sagt, das Leben wird in bestimmten Kategorien eingeteilt. Also das Leben wird in bestimmte Kategorien eingeteilt. Der Hebräer sagt, alles verschwammt in alles. Alles ist in, haben wir alles zu tun. Wir können dort nicht alle in spezifische Kategorien sagen. Aber uns Griechische denken, das wird nicht vor dich gemacht. Du musst, was ist für alles sein? Ja, wenn wir zum Beispiel über Elternschaft reden, dann muss du Wasser lehren sein, das ist spezifisch für Elternschaft. Dann reden wir über X und andere Themen, das muss gerade für dort sein. Ja? Weil der Hebräer weiß, dass es gerade nicht über Wort von Themen du, wenn du über ein biblisches Thema redest, dann wird alles in dein Leben affektieren. Da wird deine Ehe affektieren, da wird deine Beziehung mit deinen Kindern affektieren, da wird affektieren, wie du mit Menschen Bitte angehst, da wird dein ganzes Leben affektieren, da wird deine Denkensort affektieren und so weiter. Grieche, eine Spaltung zwischen das Natürliche und Geistliche, das ist eine Spaltung zwischen das Geistliche und das Nicht-Geistliche, das Materielle. Hier sich das bekannt? Ich glaube, wir haben so ein Däub, diese Wartel in uns, dass das Geistliche dort es sind doch nicht heute, dann, wenn ich da noch morgen Andacht habe, dort ist das Geistliche. Und das Arbeiten, dort ist nicht geistlich. Der Arbeit steht, Ankäufe, sind Sachen, das sind nicht die geistliche Sache, das sind nicht geistliche Sachen. Wie merken das ein Unterschied? Der Hebräer sagt, das Übernatürliche affektiert alles. Kein denn wurde Han jetzt, kein denn wurde das. Du bist ein geistliches Wesen, und du hast eine geistliche Atmosphäre, und alles wurde das. Und all deine Probleme haben alle mit beides zu tun. Mit materiellen, emotionellen und auch mit der geistlichen. Die Griechen haben eine lineare Logik. Also das bedeutet, die denkt gleich aus. Die Hebräer haben eine kontextuelle oder Blocklogik. Ich werde es kurz erklären. Die Griechen, wenn die Bibel lesen, das, und das sage ich durch du sollst nicht töten, dann sag ich dir, ich darf niemals nicht wem Dein machen. Der Hebräer, der liest und sagt, okay, was sagt das Eva hier von der Bibel? Als du niemals in Fall würdest aus anbringen, was sagt die Bibel in ihr Kontext? Was sagt die ganze Geschichte? Die Griechen, die kriegen so ja schwer, ob ein paar Bibelfarschen merkt du eine Doktrin, eine Lehre. Und der Hebräer sagt, das schafft nicht so. Ob zwar die Pharisäer denen das selbst. Ja. Aber die sind doch ziemlich die Gläser rückgerannt. Der Hebräer in sich, der Denkensort von den Hebräer, die kriegt auf die Geschichte und prüft durch die Lehre zu nehmen. Wo kommt der Denkensort her, als all von Vitrei, die haben nicht alle Ehre in der Bibel nicht. Und was du tun wirst, ist, alle 7. Jahre muss einmal die Schrift zu allem Fehl lesen. Und so, was du hier deutet, wird einfach die Geschichte Fehl lesen. Und in dieser Geschichte kriegen sie ihre Lehre raus. Und das wird nicht spezifische Wert oder Karte, Farge, was sie rücknehmen, deutet, das macht wie eine, ja, macht wie eine, sondern die ganze Geschichte sehen dann, was sie zu denen haben. Dann komm ich mit, ja? Was ein lineares Denken ist, das macht alles gerade Wort für Wort mit aller Stämme. In der Hebräer sage ich nur das Kontext mit Stämme. Die ganze Geschichte mit der Reiche durchstellen.
Nächster Punkt, strenger Individualismus. Das geht hier alle an mich. Wenn ich nicht reich behandelt wurde, dann lohnt es sich sein. Dann habe ich mein Reich. Ja? Das geht am Reich, das geht an mich. Der Hebräer, der sieht die Wichtigkeit von Teil von einer Gruppe zu sein. Das geht hier nicht um mich, das geht hier um uns. Die griechische Mentalität sagt, du musst gleich haben für alle Menschen sein. Wir sind alle gleich. Und du hast eine halbe Wahrheit. Der Hebräer, der sagt, dass die Autorität von Menschen stammt aus dem Platz, von einer Hierarchie. Das bedeutet, wenn Gott die in den Platz von Autoritäten eingesetzt hat, die Person, die jeft hat, über die zu leiden hast, dann haben diese andere Person, die dir hören, was du sagst. Aber die Griechen, die sagen, wir haben alle selbst erreicht. Wir sind alle gleich. Griechen sagen, wir sind, die Griechen als freiheitsorientiert. Wir wollen Freiheit haben. Jetzt sind nicht alle so, ich will frei sein. Frei sein, das ist das, was ich will. Ja? Freiheit. Oh, was ist die Freiheit? Die Hebräer aber, die sagen, der ist sicherheitsorientiert. Also welcher, dass er sicher ist, als dass er alle Freiheit hat, dort zu denen, wo er mich ankert. Die Grieche ist Konkurrenz, oder er sagt, dass Konkurrenz ist Geld. Ihr wollt, was Konkurrenz ist, ja? Wettbewerben sie wieder. Sagt das Geld. Der Hebräer sagt, dass das wird schlammet. Das ist evil, das ist schlecht, sagt er. Später, dass wir taub arbeiten, deine Seite. Autsch. Die griechische Mentalität als Mensch sind, er sagt, der Hafen Mensch zentriert das Universum. Das ganze Universum, das geht um den Mensch. Die hebräische Mentalität sagt, das ganze Universum, das dreht sich um Gott und um die Stämme und um die verschiedensten Nationen, ja, und um Familien. Ist immer in Familie orientiert oder Gott orientiert. Grieche sagt, die wird von einer Person, der aus dem Geld, materieller Besitz und in Macht basiert. Hebräer sagt, der ist in Familienbeziehungen basiert. Also, wer möchte doll sein von der Familie Gottes? Amen. Die griechische Mentalität, die sagt, das biologische Leben ist heilig. Habe ich mal gehört, wie soll Dollar der Umwelt schützen, der umweltfreundlich sein. Und das ist alles an und für sich gut. Aber das Jeff steht in der Städte, in Kader, besonders in der ersten Welt, wo die Säuer wie im Extrem dann gehen und reichlich abhosten und man alle umweltfreundlich sein. Und umweltfreundlich sein ist an und für sich gut. Aber wenn dort weicher wird, als das soziale Leben, dann wird es gefährlich. Die Hebräer sagt, das soziale Leben, dort ist äußerlich wichtig. Viel wichtiger als das biologische Leben. Die Griechen, die legen viel weniger Wicht auf das Leben, auf das soziale Leben, auf den Mensch, als was er auf dem Baum sagt. Das ist ihnen immer abgefallen. Wie können unsere Kinder auftrieben, das ist wie wir alle, das kriegen wir dann. Aber ein Baum, den darf ich nicht anhaken. Es ist schlimmer, eine Person den Baum anzuhaken, als den Kind aufzutrieben. Ist nicht so? Hier in Paraguay ist vielleicht noch nicht so schlimm, als in Städten, in Kader und so wieder. Das geht nicht wie. In Baumamte selber, das ist schlimmer, besonders wohl, wenn ich Bäume sein, das ist schlimmer, in Baumamte selber, als den Kind aufzutreiben. Du darfst den Kind auftreiben, du darfst nicht in Baum aufschneiden. Die Grieche sagt, Teufel, Ursache und Effekt, die begrenzen, was passieren kann. Die Hebräer sagt, Gott, der merkt alles passieren. Grieche sagt, der Mensch, der beherrscht die Natur mit seinem Verständnis und mit der Anwendung von wissenschaftlichen Gesetzen. Der Hebräer sagt, Gott, der herrscht über alles und unsere Beziehung zu ihm entscheidet all die Ergebnisse. Also in anderen Worten, wenn wir einen großen Sturm überkommen haben und unsere Hieser, die Hälfte von unseren Hieser sind der ja aufgedacht, der Grieche, der denkt, oh, naja, das ist eben, was nicht mehr passiert ist. Der Effekt von dem Wind und alles, was passiert und so wieder, und der natürliche Satz, und der habe eben das, ja, und dann leben wir mal. Der Hebräer sagt, Gott hat uns bestraft. Gott hat das getan, und der will X, was zu uns sagen.
Der Grieche, der sagt, der Grieche, der denkt, dass die Macht über andere Menschen, die wird erregt durch Wirtschaft, Politik und menschliche Organisationen. Hebräer sagt, die Macht über andere, die kommt durch ein soziales Muster, was Gott bestimmt hat. Der Grieche, der ist orientiert auf die dichte Zukunft. Wir kriegen immer sehr viel auf die Zukunft. Und der Hebräer ist orientiert auf die Lehre von der Vergangenheit, von der Geschichte von der Vergangenheit. Die Grieche, die haben einen blinden Glaube. Redet auch viel von einem blinden Glaube. Es wird gesagt worden, dass das Christentum ein blinder Glaube ist. Wir können uns nicht sicher sein. Und das stimmt nicht. Wodurch wir nicht abendgehen. Der Hebräer sagt, dass ein Glaube muss auf Worte basiert sein. Ich will jemanden Hüst nehmen, ich will Ihnen gerne sagen, was ich damit tun kann. Die Bibel in ihrer originalen Sprache, Hebräisch, als menschliche Seine, wenn wir das von der menschlichen Sicht wurde anschaut, ein Produkt von der Mentalität von einem Hebräer. Klar, der wird von dem Heiligen Geist inspiriert. Die erste Manifestation von der Kirche, als der Heilige Geist ab der Jünger kommen, die Kirche fängt an, die Kirche wird geboren, die wird geboren durch dort, was Jesus den Lehrer, durch Jesus wird ein voller Hebräer mit einem hebräischen Denkensort. So, die Kirche fängt mit dieser hebräischen Mentalität an. Aber diese Bewegung, diese hebräische Bewegung, was man das kann nennen, wird bald mit dieser griechischen Mentalität umgeändert. Und der ganz bekannte Konstantin, oder Konstantino, ich weiß nicht, wie der in die Deutsch heißt, hat sein Teil dazu gebracht, dass dieser griechische Denkensort in der Kirche fermentiert wird. Was er braucht, er mögt sehr viel Griechen. Dieser griechische Denkensort wird in der ganzen Welt deutet all, und er mögt, er erklärt einfach alle Christen, wenn er lang nicht, er Denkensort ist, wie die großen Römer lesen, die geändert haben. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 3, Bad 4, sagt uns, wenn unsere gute Botschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen. Bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist. Satan, der verhüllt oder verstoppt unsere Sicht von Gott durch diese Denkensort, diese falsche Denkensort, was er uns zusagte, dat. Dat dat für dich, was du nicht selbst zum Glauben kommen, dat dat für dich, was du all Glauben deine, um den aufzuhüllen von Verstohlen. Der Feind, der hat nicht mehr bloß die Welt in langer Ende gemerkt durch diese Denkensort, sondern der hat auch uns, aus Gemeinde, aus Church, in langer Ende Uhr gemerkt. Das erklärt, warum so viele christliche Kirche sehr viel sind, sehr großen Weg auf Doktrine leiden, Eva, das Verhüllen, das Benehmen von den Menschen. Ist Ihnen das mal abgefallen? In vielen christlichen Transen ist das Wächer, was sie glauben deine, will sie das glauben deine, als will sie sich verhüllen deine. Das dort, was wir glauben, denn, das muss richtig sein. Aber so, als wir uns verhüllen, denn, das ist nicht so wichtig. Also, das ist wichtig, ja. Und wie Satan in Graten wird, ab dort, was wir glauben, als ab dort, was wir denken. Dennis Prager, wie den Hüchelieder in ein Geldbekonder in der Stets, wie in seine starke Position, eine Politik basiert auf den jüdisch-christlichen Glaube, was er draufdeut. Er schreibt das folgende. Er sagt, der Glaube und Gott und ein ethisches Verhalten müssen untrennbar verbunden sein. Gott verlangt ein richtiges Verhalten mehr als irgendetwas anderes.
sogar mehr als eine richtige Rituale und einen richtigen Glauben. Die Leute hier? Gott verlangt von uns viel mehr, dass wir richtig handeln können, als dass wir in der Kirche unsere Hände abheben können oder nicht abheben können, klatschen können oder nicht klatschen können, knien können oder stunden können, setzen können oder springen können. Als wir die Kirche gehen, nicht die Kirche gehen, wie wirken wir die Kirche gehen? Wenn euer wie die Kirche gehen? Als wir die Bibel lesen können, als wir nicht die Bibel lesen können, als wir unsere Morgenandacht merken oder nicht unsere Morgenandacht merken. All die Sachen sind wichtig, versteht mich nicht falsch. So ja wichtig, das sei wie hier immer war da. Aber versteht euch. Das ist eine Sache, die viel wichtiger ist als all das. Und das ist, dass wir das dünnen, was das Wort sagt. Das ist, dass wir uns benehmen, tun und einstellen dünnen. Das ist, dass wir unseren Nächsten wirklich Leben bewiesen dünnen. Das ist, dass wir unseren Nächsten wirklich umarmen, in denen Gott seine Leben wiederbringen dünnen. Wisst ihr, wenn ich dort nicht, was sagt Korinther? Dann halt mich all das andere nicht. Er kann prophezeien. Er kann weise Rede haben. Er kann Geld predigen. Er kann der beste Prediger sein. Aber weil, wenn ich nicht live habe, wo ist dann mit mir? Dann habe ich nicht. Weltliche Menschen oder weltliche Christen können ja sagen, was du deutlich influenziert oder deutlich beeindruckt wird von diesen griechischen Philosophen aus Platon und Aristoteles und diese Personen, habe geprüft, die christliche Doktrin zu systematisieren. Dass alles ein System ist und ein Programm ist. In der Zeit von den ersten Aposteln, dann existiert durch keine so eine Sache als systematische Theologie. Habt ihr mal von systematischer Theologie gehört? Für all die, die zur Schule gehen oder zur Bibelschule gehen, sind wir all Sachen davon gehört. Das ist eine von den wichtigsten Themen in der Bibelschule. Systematische Theologie. Der erste Apostel hatte keine systematische Theologie. Die Gesellschaft von Christen, die hatte nicht eine Hierarchie, durch so ihre Schriftutleihungen kriegen deuten. Du wirst nicht eine Person, Pops, kann einer sagen von der nach, wird nur all diese Utleihungen bestätigen, dass das richtig ist, das nicht richtig ist, so mal das tun, so meint die Bibel dort. Die nehmen jeder Situation für sich apart. Wo wir im Neuen Testament sind, sind so ja Völker Situationen, wo du abträumen, und sie wissen nicht, was sie mit denen sollen, sie reden darüber und beten darüber, und Gott weiß dann, was sie tun mit denen sollen, und was nehmen wir? Wie? Das heißt hier, das kann ich noch nicht dran. Ein Kopf zu stellen, das ist eine Hahn, ja? Körper bewegt ja Kopf nicht, wie hat man das? Das kann er nicht. Wir wollen für alles, wir nehmen diese Sache, diese Geschehen im Neuen Testament, wie merken Wort darüber, Doktrine. Wir sagen, okay, hier deutet der Jude, das ist das, der Horde des Söhnes sind fallen, der deutet das und dort, und sie dann bedient das, wie man das einmal so dort deutet, wenn wir eine ähnliche Situation haben. Das ist uns griechische Denken. Wir wollen für alles eine Antwort haben. Wir können nicht damit leben, wenn sich du Ex-Wurwort so schient ist, wenn sich das wahre Sprechen hat. Das bordet uns sehr. Und viele Menschen, die fallen vom Glauben auf, willst du glauben, dass die Bibel wahre spricht sich. Das stimmt nicht, die wahre spricht sich nicht. Aber so hat viele Sachen, die im ersten Blick nicht zu verstehen gehen. Ganz besonders, weil wir nicht keine Trägone nur die originale Sprache und die originale hebräische Schrift lesen. In unseren Übersetzungen scheint das Fürchen so, dass du X-Wort erst, was sich wahrer spreche dort. Jesus selbst wahrer spricht sich in Matthäus Evangelium. Sagt, ich habe eine steht, hier wird immer, diese Pharisäer, hier redet von den Pharisäern, sagt, der Pharisäer, der deine doch nicht, was er sei, aber dieser deine, was er sei. Und dann, Klein einzig wieder sagt, hey, aber hör ich nicht, ob da was ich sage. Nächsten Vers lese. Und so, wie lese das, wie sage ich das, merkt keinen Sinn nicht. Und das Problem ist,
Wir verstehen den Denkensort nicht und wir verstehen nicht, die Übersetzungen haben vielleicht noch nicht ganz richtig ihre Arbeit getan, dass sie ganz einfach in dem Sinne, dass sie bis verschiedenste Übersetzungen lesen können. Dann sage ich eine Übersetzung manchmal eine Sache anders als die andere Übersetzung. Und ein großes Problem, was dahinter liegt, ist, die meisten von unseren Übersetzungen, oder vielleicht alle, sind im größten Teil von Herde übersetzt worden, nicht von Hebräer, die ein hebräisches Denkensort haben. Sogar unsere Übersetzungen sind davon affektiert worden. Dort braucht uns zu wenig Mädels merken, warum nicht, weil der Kontext von der Bibel ist immer noch das selbst hier. Aber was wichtig ist, ist, dass wir uns wirklich achten darauf, dass wir nicht ein Bibelvers nehmen, den wir den Kontext zurücknehmen können, und sagen, aber hier sage ich das so. Und uns an den einen Bibelvers festhalten. Wir machen uns an den Kontext von der Bibel festhalten. Ich muss ein bisschen checken, dass ich nicht irrlaut. Also die erste Apostel, die gingen nicht nur einen Streit von Doktrinen über die Horde, sondern sie reichten sich im Alten Testament und nur dort noch, was Jesus selbst gesagt hat. Der hatte nicht mal ein Neues Testament. Der konnte ihre Doktrinen nicht mal auf dem Neuen Testament basieren. Der musste ihre Lehre in dem Alten Testament in nicht dort, was Jesus selbst gesagt hat, rücknehmen. Das bedeutet so viel, als das Ärchen du. Wie soll der Kreis so viel Offenbarung erlangen können, als Paulus hat, ohne Paulus seine Brief? Wie soll all das, was Paulus schrieb, das soll wie auch im Alten Testament fangen? Wisst ihr, haben nichts nicht zu tun. Das sagt Daniel, hier darf nichts zu tun werden. Der habe nichts nicht zu tun, der habe bloß wieder du ab das Gebüt. Das Fundament hat Gott lang Trägel geleicht. Jesus sagt, er sie nicht gekommen, um das Gesetz wegzunehmen, er hat sie gekommen, um das zu erfüllen. Und wie man alles Schmack, Stopp für Stopp erklärt habe. Man unsere Reihe von Doktrinen, aller Schmack klar haben, welche hat sein Buch aus das? Katholischer Katechismus. Und mal die Säune? Sei ihr, wie dick der ist? Das ist aus meiner Bibel. Ich glaube, er hat mehr Siede aus meiner Bibel. Und das erklärt, wenn wir das verstehen sollen. Das ist von diesem Brall, wenn wir das verstehen sollen. Und als ich mich glaube oder nicht, lest das Salz. Ich glaube, ich vom Tag und ich 90% von was hier geschrieben ist. Als griechische Mentalität. Ich sage, naja, aber das ist ein katholischer Katechismus, was ihr ernst darum, wir sind nicht Katholiken. Stimmt das? Von wo kommt die Mennonitenkirche her? Was ist der Ursprung von der Mennonitenkirche? Das ist die katholische Kirche. Wollt ihr, dass die Mennonitenkirche mal wasse Sachen ändern dort, als die katholische Kirche rückgeht? Und so ja viele Sachen kriegt zur Hölle dort? Der Denkensort habe den lange ein mitgenommen. Und so, wenn wir unsere Wahrheit trägen, dann wollen wir klar sein, unser Denkensort nach so ja deib in Griechentum gewartelt ist. Ich komme hier noch ein, weil noch einmal Römer Kapitel 12, Vers 2 lese, du habt den Blatt. Sagt, und richtet euch nicht nach den Maßstaben dieser Welt. Nur seine Denkensorte aus, was wir hier kurz erwähnt haben. Sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Gott verlangt von uns, dass wir unser Denkensort ändern. Ja, fandst du nicht nie Perspektive von diesem Bibelfers, ne? Nie das Verständnis von was das für uns sei, das, was das bedeutet das für uns, dass wenn wir ein falsches Denkensort haben, eine falsche Mentalität haben, falsche Weg von Denken, dann wollen wir die Bibel so viel nicht verstehen, nicht. Abraham Heschel schreibt das folgende, heißen, wird ein von der Hauptrabbiner, jüdisch Lehrer im 20. Jahrhundert. Und er schreibt das folgende in seinem Buch, Gott in Suche des Menschen. Sagt, der Versuch, die Bibel, die voll von Leben, Dramatik und Spannung ist, auf eine Reihe von Prinzipien
zu destillieren, würde wie ein Versuch sein, eine lebendige Person zu einem Diagramm zu reduzieren. Verstehe? Die Bibel redet uns von einem lebenden Gott, eine lebende Person. Und er stellt uns diesen lebenden Gott durch an. Und was das Ziel von der Bibel ist, ist nicht uns ein ganzes kleines Bekenntnis zu geben, sondern uns eine Beziehung mit diesem Gott zu geben. Delia, Sie pueden subir. Und die Bibel betet zu verstehen. Und das zu verstehen, was das bedeutet, im Falljahr von Jesus, zu sein, muss wir verstehen lernen, wer Gott denkt dort. Und das verlangt von uns, dass wir unsere philosophische Denken andere Leute von haben. Das bedeutet, wie wir mit anfangen, es ist ein Hebräer zu denken, wer da lasse denken, dass das Gott. Klar, der Hebräer hat viele Sachen auch falsch vernommen hat. Aber der echte Hebräer ist, was Gott sehen würde, ob er sie ihr gebracht hat. Für dich, was du nun sagst, will ich einmal anladen, alle Ihre Täter merken. Einen Moment. Ihre Täter merken, Hauptneige, über Bede. Für dich, was du mit mir taub sei, willst du euch schlägt mich jemand an. Und du sagst, ich sie sei affektiert worden von dieser Mentalität. Ich sie affektiert worden von dieser griechischen Mentalität. Und ich sei, dass ich brauche eine Änderung. Ich brauche eine Änderung in meinem Denkensort. Ich muss umdenken. Ich muss anders denken lernen. Ich muss die Sache anders sein, als ich das sei. Wenn du das mit mir tippst, sagst, dann wird die Änderung einmal die Hand mit abzuheben. Ich mache für die Bete. Das ist besser als ein Tätchen von Gott. Ich sie mit dem Gebet. Gott hat sie durch eine Eckbrücke, eine Erneuerung. Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir preisen dich, o Elohim. Yahweh, uns Gott, der du uns die offenbart hast. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gebracht hast. Wir danken dir, dass du uns die Rettung gebracht hast. Und Gott, wir rufen von dir aus nach dir. Aber von der Teufel steht von uns Gott, der Teufel steht von uns Gott. Gott, wir beten dich. Änder du unser Denkensort. Gib du uns deine Denkensort. Gib du uns dein Verstand, Jesus. So als du denken deutsch. So als du die Welt setzt, so als du das Wort setzt. Gib uns deine Denkensort, gib uns deine Kultur. Um dass wir die besser verstehen. Um dass wir deine Welle für uns leben, erkennen. Und dass wir seine kennen, Gott, was die wohlgefährlich ist. Und dass wir du nur leben, deine. In Jesus' Namen. Amen. Ich habe noch eine Herausforderung für diese Weg. Das Blatt. Nehmt es mal in den Haus. Und stoppt es in eine Bibel nehmen. Wenn ihr eine Bibel nicht hier habt, stoppt es in eine Bibel nehmen. Ich habe das extra klein gemerkt. Und sie können eine Bibel nehmen, stoppen. Und für diese Weg, das ist eine Weg, eine ganz kurze Weg, jeder Tag, euer ihr eine Bibel lesen dann. Nehmt es einmal für dir. Bet, sag ich Gott, änder du meine Denkensort. Gib du mir deine Denkensort. Dann ist du einmal diese Pinter da. Ich wollte noch x Pinter sein, wo du nicht so richtig verstehst. Mach dich nicht sorry, aber der Pinter, wo du verstehst, der wurde dir helfen. Einmal diese Pinter da, ich komme und sage, Gott, gib mir eine hebräische Mentalität. Und dass ich dein Wort besser verstehen kann. Dass ich jeder Tag, wenn du die Bibel lese, das, dort ist einmal da, ich lese, und Gott hat Frau, und dann sein Wort lese. Und ich glaube, ich werde so eine, wo ich langsam anfange, und denke, er hat die Sache, diese Brille, wo wir haben, um die Bibel zu lesen. Das andere, und vor allem, was in der Welt nur die
Zellgruppe kommen, in eure Hauskreise kommen, entweder wie Klosis ist in Medwick, in Deutsch, in Hiese, in Spanisch, in Donnerstag. Bringt diese Blätter mit. Und dann, wo wir dann noch einmal darüber reden, in seine Worte, wo wir darüber lernen können. Gut? Gott segnet. Ich würde ihn auch noch einmal abzustunden, um mit den letzten Leuten nach Gott zu antworten.